Moin ihr Lieben und herzlich willkommen hier bei Fidelity in Relling. Ein mega spannendes Thema, finde ich persönlich. Ich denke, das wird euch auch interessieren oder die meisten, was ich heute euch gerne vorstellen möchte oder was ich heute gerne testen möchte. Klar, ihr kennt mich, Freitagsvideo, Heimkino, also natürlich auch der Hintergrund, Heimkino-Setup. Was mache ich, wie mache ich das, wie kann ich das miteinander verbinden? Heute möchte ich gerne einmal einen reinen CD-Spieler von der Performance her gegen einen reinen Blu-ray-Player testen. Also, bleibt dran! Ja. Was haben wir hier? Wir haben einmal als CD-Transport, ich sage es mal extra so, den Cambridge CXC. Transport deswegen, weil er keinen eingebauten DAC hat, sondern wirklich nur digital rausgeht. Das ist ein reines Laufwerk, was einfach nur die Daten ausliest und digital weitergibt. Als Kontrahent habe ich mir ausgesucht, hier hinter mir, den Panasonic DP-UB824. So sind wir ungefähr von der preislichen Region her gleich. Der Cambridge CXC liegt preislich ungefähr zwischen 560 und 600 Euro. Ich sage es jetzt ungefähr, weil die Preise ja leider aktuell schwankend sind. Und hinter mir der Panasonic ungefähr bei 400 Euro. Wie habe ich sie jetzt angeschlossen? Um eine Vergleichbarkeit herstellen zu können, so gut es geht, habe ich beide per optischen Lichtleiterkabel angeschlossen an den AV-Receiver. Das ist in diesem Fall sehr hochwertig ausgeführt, habe ich mir aber auch extra so ausgesucht, damit wir wirklich auch die reine klangliche Performance unter anderem mit testen können, den Arcam AVR30. Und wir spielen an den Lautsprechern, das sind die Elac Concentro S507, sodass wir da wirklich nicht den Flaschenhals haben, sondern wirklich raushören können, was bringt der CD oder das CD-Laufwerk gegenüber dem Blu-ray-Player. Ich werde diverse Sachen testen. Ich möchte einmal klar, das sind so Fragen, die sich dann auch irgendwo stellen. Braucht der Blu-ray-Player wirklich so lange zum Einlesen? Ist er wirklich so unflexibel in Bezug auf CD-Wiedergabe im Verhältnis zum reinen CD-Spieler oder Transport? Klar, logisch. Der Vergleich hinkt ein kleines bisschen, weil der Blu-ray-Player natürlich noch wesentlich mehr kann, als einfach nur eine CD abzuspielen. Das sagt ja das Wort schon, Blu-ray-Player. Er spielt auch DVDs ab, er spielt Blu-rays ab, in diesem Fall sogar auch UHDs. Man kann mit ihm streamen, also man kann ganz viele Ferkeleien mit dem guten Stück anstellen. Der CD-Transport kann CDs abspielen. Das war es auch schon. Aber, und darauf kommt es ja hier im Endeffekt an, habe ich noch eine kleine feine CD-Sammlung, möchte ich die auch in möglichst hochwertiger Qualität wiedergeben oder langt mir dafür eigentlich einfach ein Blu-ray-Player und ich brauche nicht noch ein weiteres Gerät im Rack? Der Frage gehen wir jetzt nach. Als erstes werde ich testen, wie schnell lesen denn die beiden Geräte ein. Ich werde das dann mit meinem Smartphone stoppen und dann schauen wir mal, was so passiert. Und dann gehen wir nachher auch in den Klangvergleich. So, ich lasse jetzt einfach mal die CDs raus. Hier einmal und da einmal. Glücklicherweise, ich hoffe, ich bin jetzt noch im Bild, nicht mein flacher Bauch. Die gleichen CDs. Aber da kommen wir ja gleich zu. So, jetzt setze ich mich erstmal hin, nehme mein Smartphone zur Hand und dann stoppen wir mal die Zeit, wie schnell die beim Einlesen sind. Ich habe Platz genommen, ich habe mich bewaffnet mit dem Smartphone, was andauernd ausgeht. Und wir testen jetzt einmal, wie schnell liest der Panasonic Blu-ray-Player. Stellvertretend natürlich kann man es nicht sagen für alle Blu-ray-Player. Aber ich denke mal, das hat schon eine gewisse Aussagekraft, genauso wenig wie das Laufwerk. Es gibt ja so viele unterschiedliche CD-Spieler und auch andere Laufwerke. Aber ich denke, man kriegt ein ganz gutes Verhältnis, einen ganz guten Vergleich damit zustande. Und ich habe da richtig Bock drauf, weil ich selber habe mir schon früher häufig die Frage gestellt und diese Frage wird auch häufig bei uns hier im Studio gestellt, wenn Kunde reinkommt. Brauche ich denn noch, wenn ich einen Blu-ray-Player habe,
noch einen CD-Spieler, ich habe noch etliche CDs, die höre ich aber dann gerne, langt auch ein Blu-ray-Player. Das Fazit, ihr werdet es ja hören, ihr werdet sehen, wir testen es durch und das kommt dann natürlich auch zum Schluss. So, ich versuche mal wirklich zeitgleich, also nicht wie in der Formel 1 jetzt auf tausendstel Sekunden, aber ich denke mal, der Unterschied wird gleich deutlich. Ich drücke gleichzeitig auf Open Close, CD ist drin und hier auf Start. 1, 2, 3. So, und Play. Alles klar. So, wir haben hier, ich halte es mal ins Bild, 13,55 Sekunden. Kann man das sehen, Lukas? Perfekt. Okay, ich lösche das mal. Jetzt muss ich einmal umstellen auf den Eingang. Die Fernbedienung geht weg. Jetzt schießen wir mal. Also ich fand, das war schon recht fix, um das einfach nur mal ganz kurz festzuhalten. Selber ein bisschen überrascht. Jetzt machen wir das Gleiche mit dem Cambridge CXC. 1, 2, 3. Was meint ihr? Habt ihr mitgezählt? Ich zeige es nochmal ins Bild. 9,65 Sekunden. Also wir sprechen jetzt hier von einer Differenz. CD ist ins Laufwerk eingelegt, wird eingelesen, bis das Lied startet, das erste Lied. Wir können es gleich nochmal machen, indem ich ein anderes Lied starte, weil das ist ja auch so ein Ding, skippen, nächstes Lied dauert dann ja auch und solche Geschichten. Aber das reine Einlesen und Starten mit dem ersten Lied haben wir 4 Sekunden Unterschied. Halten wir einfach mal fest. So, jetzt mache ich hier nochmal auf und jetzt mache ich einfach mal das 8. Lied. Das heißt, ich muss einmal zumachen, Lied 8 anwählen und Start drücken. 1, warte mal, so, wieder aktivieren. 1, 2, 3, los. Jo, also das kann man unter dicke Finger ablegen. 14,81 Sekunden. Das hätte ich vielleicht auch noch mal einen Ticken schneller hingekriegt. Also ist tatsächlich kein so großer Unterschied beim Blu-ray-Player jetzt. CD einziehen, anlesen, nochmal das Lied anwählen und dann Play drücken. Das war wirklich fix. Also kein großer Unterschied. Das gleiche machen wir jetzt nochmal mit dem Cambridge CXC. So, festhalten. 1, 2, 3 und los. Das gleiche. Also wir hatten hier ja etwas weniger, 9,65, 10,63 jetzt eingelesen, Start gedrückt und dann Titelanwahl. Das verbuche ich auch eher unter dicke Finger und das ist nicht das Problem. Als nächstes, wir bleiben jetzt mal beim Cambridge CXC, mache ich einfach mal skippen zwischen den Liedern, also anderes Lied anwählen. Ich bin jetzt bei Lied 8, sind wir ja gerade. Wähle ich mal Lied 11 aus. So, ich mache jetzt einfach mal Play und dann skippe ich. Während ich Play mache und skippen, stoppe ich das jetzt einfach mal. So, 1, 2, 3. So, da hat er ein bisschen gehakt. Da muss ich mal Pause drücken. So, wir bei 5,35 Sekunden. So, jetzt stelle ich noch mal um. Er läuft da ja auch. Und skippe zu Lied Nummer 11. 1, 2, 3. Puh.
5,1 Sekunden. Tja, was sagt uns das? Also diese mehr, was man häufig sagt, ja, Blu-ray-Player ist ja kein reiner CD-Spieler, der braucht ja wesentlich länger, um überhaupt dann die CD einlesen zu können oder auch innerhalb der CD auf unterschiedliche Lieder zu skippen. Wir sehen, ja, am Anfang einlesen, starten, sind es ein paar Sekunden. Wir sprechen von knappen 4 Sekunden. Das müsst ihr dann für euch selber entscheiden, ob das jetzt ein Ausschlusskriterium ist, um zu sagen, okay, nein, das dauert mir zu lange, dafür nehme ich nochmal einen extra CD-Spieler mit ins Rack. Das ist dann nach persönlichem Empfinden. Was ich jetzt gerne machen würde, einfach auch mal die klangliche Performance. Und das ist ja das, ich sage jetzt mal Zünglein an der Waage, was den Unterschied ausmachen könnte, wenn ein Unterschied besteht. Wir sind uns ja alle einig, dass wir ab einer gewissen Preisklasse bei CD-Spielern, CD-Laufwerken, die auch SACD-fähig sind oder sogar eventuell noch DVD-Audio-fähig sind, da gibt es ja auch noch einige, ganz wenige, aber noch vorhanden irgendwo, dass ich ab einer gewissen Preisklasse natürlich auch erwarten kann, und das passiert ja auch, dass einige Hersteller ihre Laufwerke selber entwickeln. In den etwas günstigeren Preisregionen hat man meistens, und das ist ja auch das, was man sagt, Computerlaufwerke verbaut. Stimmt das? Ja, nein. Schwierig herauszufinden, weil der Hersteller wird es nicht offen zugeben. Jeder Hersteller sagt natürlich, ja, nein, selbst entwickelt und noch besser gelagert und auf Schienen und das geht schneller und liest besser aus und jitter weniger. Und es gibt ja so viel, was auch in den Foren grasiert. Und die Frage ist im Endeffekt völlig losgelöst, was für ein Laufwerk drin ist. Klar, ich habe Laufwerksgeräusche. Das ist natürlich auch wieder noch ein Punkt, den müsst ihr mit euch selber ausmachen. Wer ist per se lauter von den Laufwerksgeräuschen? Aber jetzt geht es mir tatsächlich erstmal nur rein um die klangliche Performance. Das ist ja das, was sich viele fragen. Brauche ich es nicht? Wir haben jetzt ja gerade gesehen, beim Stoppen, Einlesen, Skippen, Anwählen sind die sehr, sehr dicht beieinander. Es ist jetzt nun so, dass das Laufwerk von Cambridge etwas lauter, einen höheren Ausgangspegel hat als der Blu-ray-Player. Das habe ich eben mit einem Pegelmessgerät ausgemessen. Das heißt, es wird, wenn ich umschalte, dauert es ja eine kleine Sekunde, bis der Receiver umgeswitcht hat, muss ich dann nochmal die Lautstärke beim Panasonic-Player um 4 dB erhöhen, also um Faktor 4 sozusagen. Nee, Faktor 4 ist Blödsinn. Aber hier 4 Schritte lauter machen, damit sie auf dem gleichen Pegel spielen. Also nicht irritieren lassen. Ich habe mir jetzt ausgesucht, weil wir die auch mehrfach hier im Studio haben, von Judith Tellado, das Lied Nummer 8, das heißt Johnny Tramp. Und da hören wir jetzt mal jeweils ein bisschen rein. Ich versuche beide synchron zu starten. Das wird natürlich einen leichten Versatz haben und ich skippe dann immer hin und her, dass ihr dann mal so den Unterschied hoffentlich wahrnehmt. Auf alle Fälle hören wir jetzt zuerst den Panasonic. Und I miss a honey, lots of friends, lots of money, like his daddy, he's so spectacular. Says the world is so slow, but his wealth is getting plum as he makes his way through this marching band. See the world to say. Das war jetzt eben der Cambridge. Jetzt kommt der Panasonic. Jetzt wieder auf dem Cambridge.
jetzt wieder auf den Panasonic. Schalten noch einmal zurück auf den Cambridge. Ich glaube, das langt bei dem Lied. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich finde, es ist sehr klar hörbar. Dieses Kapitel geht meines Erachtens nach so klar an den Cambridge CXC als CD-Transport. Wesentlich mehr Dynamik im Klangbild, wesentlich mehr Druck im Tieftonbereich. Von der räumlichen Breite würde ich sagen, sind sie sehr dicht beieinander, aber das ist schon ein gewaltiger Unterschied, wie ich finde. Ich werde jetzt noch mal eine andere CD spielen, die haben wir aber leider nicht doppelt. Das heißt, da wird Lukas, wenn er so lieb ist, dementsprechend die so gegeneinander schneiden, dass ihr dann switchen könnt. Das ist von Blues Company. Eine CD, die hole ich jetzt mal. Oder Lukas, gib sie mir. Danke. Und da spielen der Eingeworfene. Spielen wir das Lied Red Blood. So, jetzt werde ich mich einmal ganz kurz erheben. Wir fangen mit dem Panasonic an. Panasonic ist bewaffnet mit der CD. Lied 11, Blues Company, Red Blood. Ich habe wieder den Pegel angeglichen. Dann starten wir mal durch. Red Blood, Red, Red Blood, Red Blood. Auch hier lautet mein Fazit, genauso wie bei dem anderen Lied eben, es ist sehr eindeutig. Also der Cambridge, also ich sage jetzt mal stellvertretend für den CD-Spieler, macht wesentlich mehr Punch untenrum. Das werdet ihr sicherlich auch gehört haben. Und hat mehr Dynamik im Klangbild. Ist einfach mitreißender. Ich hatte es ja am Anfang erwähnt. Ich will es jetzt noch mal gerne erwähnen, weil da wird sicherlich die eine oder andere Frage aufkommen. Ja, aber andere Verkabelung, Einstellung am AV-Receiver. Nein, ich habe die gleichen Kabel genommen. Das ist ein optisches Kabel von Goldkabel aus der Highline-Serie, das Opto-Kabel. Ich habe am AV-Receiver Dirac ausgemacht und das Einzige, was läuft, ist im Endeffekt die Entfernung und die Pegeleinstellung für die Lautsprecher. Ansonsten
klar, am Cambridge kann ich nicht viel einstellen, dann kann ich nur Play machen. Aber am Panasonic habe ich auch den ganzen Firlefanz ausgemacht, den man noch einstellen kann, um da vielleicht ein bisschen was rauszuquetschen, weil ich wollte einfach eine direkte Vergleichbarkeit haben. Und für mich ist es eindeutig, wenn ihr, das ist jetzt mein Fazit, wenn ihr Bock habt, zwischendurch immer noch mal eine CD zu hören und euch auch tatsächlich bewusst hinsetzt, um die Musik zu genießen, ja, dann wäre ich tatsächlich immer noch bei einem reinen CD-Spieler oder ein Laufwerk, so wie hier beim Cambridge. Es macht doch einen Unterschied. Auch wenn nur Einsen und Nullen ausgelesen werden und sie digital übertragen werden. Mit dem gleichen Kabel, an den gleichen AV-Receiver. Und ich habe ja auch noch die Lautstärke angeglichen, dass wir auch nicht sagen können, okay, das ist ein Pegelunterschied. Klar, das Lautere klingt dann per se eigentlich immer dann für unsere Ohren etwas besser. Das haben wir jetzt ja auch ausgemerzt. Und mit diesem Fazit verabschiede ich mich von euch für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Denkt dran, Daumen hoch, Kommentar gerne. Denkt auch an die Glocke, lasst ein Abo da, dann werdet ihr auf alle Fälle jedes Mal erinnert, wenn ein neues Video von uns hochgeladen wird. Und dann sage ich, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss.